Tschüss. 5 Jahre später. Und damit auch schon wieder willkommen im Part Nummer 11. Ich wollte euch die Verabschiedung von Chris einfach mal drin lassen. So, tschüss. Und hörst du die Tastatur? Klacker, klacker. Ja. Tschüss. Klacker, klacker, tschüss. Ey, wir sind schon im nächsten Part. Oh, low. Und dann hört man nur, Andi, muss ich immer noch mitmachen? Ich hab keinen Bock mehr. Okay, I understand the situation. The security token you found likely belongs to the freighter that crashed. Boss, have you heard from Jill and Parker yet? No, not yet. Their investigation led them out to sea. But we lost track of the ship. That doesn't sound good. I hope they're okay. Yeah, me too. They've been out of contact too long, and I'm starting to get worried. Find a terminal at the crash site and see what you can learn of Veltro's plans. The crash site's just up ahead. Come on. Wouldn't it be great, Grinder, if we find the key to ending this whole mission? Schnee! Pretty bright out for this time of night. I guess that's why they call it the midnight sun. Andi, hast du sie schon vermisst? Ja, total. Ich meine, als ich das erstmal gespielt habe, dachte ich mir, scheiß auf die beiden, gib mir Jill wieder! Man muss ihnen ja zugestehen, dass das Level vorhin nicht wirklich das Level war. Das kommt ja, jetzt da, ja. Da war ja nicht mal ein Gegner in dem Level. Deswegen. Das ist einfach dieser Spannungsformat. Es ist spannend, du willst wissen, wie es weitergeht. Ja, wir schalten mal um. Ja. Ich meine, es ist ein gutes Plot-Device, so ist es nicht, aber mehr als das ist es auch nicht. Das Spannungsaufbau, aber es funktioniert, von daher. Ja. Hält das Spiel auf jeden Fall frisch. Gerade hier am Anfang, wo sich Horror und Ballern sich so abwechseln. Oh, großer Hund, großer Hund, großer Aua, großer Hund. Inka, du hast womöglich auch. Der andere war irgendwo hinter mir. Da. Ja, ja, die bewahre ich mir aber auf die Granaten. Aber TNP ist bei denen hier eigentlich mal ganz gut. Wie Andi einfach mal schon mehr besoffen ist beim Scannen. Wow. Wow, ja, ich bin ein bisschen beschäftigt hier. Komm her, Süßer. Komm her, Süßer. Ja, good boy. Good boy. Geh doch nicht weg, Mann. Hallo. Keine Lust mehr, Mann. Ja, yeah, komm her. Danke. Aber es ist tatsächlich gut, wenn du jetzt hier so ein bisschen effektiv spielst, Munition sparst. Am Ende von diesem Level kam was richtig Arschiges. Eine richtig schwere Stelle. Ja, ich erinnere mich. Vor allem auf höllisch, ey. Da hatte ich so einen Schiss vor der Stelle. Dann war die nicht so schlimm, aber man hatte erstmal richtig Schiss davor. Ja, ja. Wie gesagt, Wushi und ich hatten es nicht auf New Game Plus gespielt. Und an der Stelle mussten wir auch ein bisschen daddeln. Seid doch krank. Kein Wunder, dass ihr den Endboss gar nicht erst gepackt habt. Ich fand den selbst auf New Game Plus total scheiße. Und wir haben es nur auf New Game gespielt und nicht auf New Game Plus. Grinder, what you doing? Eine Handgranate nehme ich immer gerne. Das war's. Was war das? Yo, calm down. Ach so. What's wrong with you? Something, I don't know. It's like something hit me. What? Look, I just got hit. The invisible man or something. I'm sure of it. For real? Rechtzeitig nachgeladen. Now I guess what happened on the security feed. That was the ghost. It's a new type of monster. Die Viecher sind so übel. Ja, vor allem, du siehst sie erstmal nicht. Did I mention this blows? Und sie werden auch nicht als rot angezeigt hier. Schön gemacht, auf jeden Fall. Ja. Übermutierte Aqua-Version der Hunter. Weißt du, das Schöne ist, ich kann mich einfach hinter ihn stellen und er zeigt mir quasi, wo sie sind. Weil er dann angegriffen wird. Das sah nice aus, wenn es Absicht gewesen wäre. Ich hab's versucht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich wusste nicht, ob es funktioniert. Aber einmal darf ich ja auch mit Absicht dodgen. Oh, der ist groß. Einer ist schon mal down. Der Große lebt noch, oder? Nee, ist auch down. Wie du einfach mal noch den. Wow, wo kam der denn her? Den Krümel gescannt hast. Sehr schön. Dann hat der Große doch noch gelebt, ey. Was hat denn der ganze Zeit gemacht? Schon wieder, ey. Krümel-Scan abgeschlossen. Ah, wirklich 25%, bam. Fuck, surrounded. Wow, wow, wow.
Langsam wird das ein bisschen eng hier. Muss mich gerade ganz kurz konzentrieren. Keine Munition mehr. Doch, aber ich wollte mir ein bisschen für das Ende aufsparen. Das sah epischer aus, als ich dachte. Ein Dokument. Chris. Ach da, ich meinst das. Oh, man kann es nicht. Ah, man kann es lesen. Hat man es nicht schon gelesen? Nee, zum Einsatz des neuen Prototyps. Sicher? Bin ich mit Chris und Jessica? Nee, ich meine nicht. Okay, dann mach mal. Zum Einsatz des neuen Prototyps. Im Rahmen dieser Mission wird der neue Prototyp eingeführt. Alle Teilnehmer der Mission sind angewiesen, extreme Vorsicht walten zu lassen. Erstens, beim Umgang mit diesem Spezialprototypen muss allen Anweisungen mit größter Sorgfalt Folge geleistet werden. Zweitens, folgen Sie bei einem Notfall den Richtlinien im Handbuch für Gefahren und Notfälle. Drittens, sobald die Fähigkeiten des Prototyps aktiviert wurden, können sie nicht mehr gesteuert werden. Das verschriebene Betäubungsmittel muss beim Transport stündlich verabreicht werden. Viertens, obwohl der Spezialprototyp in der Theorie gesteuert werden kann, ist sein Verhalten unter realen Bedingungen nicht präzise berechenbar. Kontaktieren Sie bitte die Basis über die Standleitung, sollte er nicht mehr kontrollierbar sein. Bam. Willkommen bei Umbrella Inc. Bitte nehmen Sie sich Kaffee und Kuchen. Wir werden Ihnen gleich sagen, wie Sie die unsichtbaren Hunter abwehren können. Ja, kann passieren, dass Sie sterben, aber mein Gott, Sie sind bei Umbrella. Boah, hier liegt ja überall was rum, ey. Ist auch ganz, glaube ich, ganz gut so. Oh nee, Umbrella gibt's ja schon nicht mehr offiziell. Es ist Neo Umbrella. Boah, wie viel liegt denn hier? Es ist Neo Umbrella. Das ist ja schon nach Resi 4. Leon hat schon ganz cool Spanien gefickt. Oh, liegt überall Kraut rum. Nehme ich alles gerne mit. So ist nicht. Ninja Style. Volle Möhre daneben erstmal so. Hör! Verdammt! Hier liegt noch irgendwo was. Ich bin greedy. Ah, wirklich, ey. Da liegt aber auch echt viel. Ich hatte es nämlich auch so in Erinnerung, dass hier arsch viel liegt. Ist aber auch ganz gut so. Brauchst du aber auch jetzt, ja. Aber es sieht so aus, als wären deine Waffen langsam wieder voll. Ja, alles quasi außer die Shotgun leider. Noch Pistolenmunition, die ich mitnehmen kann. Okay, das soll reichen. Na, scheiß drauf. Okay. Everything appears to be in working order. Yo, Quinn. Time to do your job. I can't find the call log. I'll have to try something else. No sweat. You're good with machines. The ladies, on the other hand. Grinder! What's going on? We need to contact HQ ASAP! HQ here. O'Brien speaking. What's... This is Jackass. I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. Good work. That's music to my ears. Nice one. Getting the coordinates like that. Well, I could have calculated travel time, last known route, but that would have taken too long. That's why I said nice one. You don't understand. I didn't calculate anything. We're not the only ones looking for that ship. Wait, what are you talking about? You're saying Veltro ran from their own hideout, and now they're looking for their own ship? That's what I'm saying. But I have no idea if any of the info I gleaned is for real or not. Great, so we have no idea really who we're up against. Exactly! And that's a piece of the puzzle we really need. Chris here. I received the coordinates. That's not far. We can be there in no time. O'Brien, we're on our way. Krass, dass die Episode auch schon vorbei ist. Das war jetzt sehr kurz, glaube ich. Ja. Also gerade auch, weil der Part jetzt ungefähr
10 Minuten lang ist ungefähr, schnüffeln wir noch mal ganz kurz in die nächste Episode rein. Was meinst du? Yay! Das Previously On kannst du eigentlich fast schon schenken. Ja. Das war wirklich, also Episode 5 war ja ein bisschen, ja. Das war so richtig so ein Mini-Episödchen. Ja, ja, das war Grindr und Jackass, dann ein bisschen Jill und Parker und dann wieder so 5 Minuten Grindr und Jackass. Jills Arsch war definitiv der beste Part. Ich sollte eigentlich einen Thumbnail machen, wo ich einfach nur Jills Arsch zeige. Kein Problem mit. Glaube ich dir. Previously on Resident Evil Revelations. What took you? Ja, ich glaube, das können wir uns schenken. Ja, das können wir uns diesmal wirklich schenken. Vor allem, weil Katze und Maus, hm? Weil wir dabei mitten im Part sind, drauf geschissen. Ja, ja, ihr werdet schon aufgepasst haben, was passiert. Die meisten von euch haben es ja auch selber schon gespielt. Seriously. Where could they be? Anywhere. Let's get started. Aus dem Teil kann fast ihre Fotze rausfallen. Seriously. Man merkt, dass wir bei Animani sind. Hauptsache, so voll das Designerteil und dann so eine übelste Schwimmweste um den Nacken rum, ey. Ja, das ist so eine Art Rettungsring, der sich auch pusten kann, aber... Ja, der ist schon aufgepustet. Mann, sie hat Nackenschmerzen. Welcher Hugo Boss Design hat dieses Layout? Ja, Stiefel mit Hacken. Perfekt für den Nahkampf. Das haben irgendwie alle Frauen im modernen Videospiel neuerdings. Muss man nur achten. Immer High Heels. Keine Ahnung warum. Ja, muss das sexy wirken. Ist ja nicht so, dass eine Videospielfigur Fußschmerzen kriegen kann, ne? Vor allem im Mittelalter spielen. Da haben die Frauen schon High Heels getragen, ne? The Bitcher. Zum Beispiel, ja. Eines der vielen Beispiele. Ich hab einfach nur das Blaue reingeraten gerade. Ja, es ist wirklich so. Stiefel mit mit hohen Hacken. Pack sie auf. Hey, ihr müsst sie retten. Nehmt mal einen Genesis mit. Dieses Schiff kommt mir eigenartig bekannt vor. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Komm mit, Jessica. Wir müssen hier mal ein bisschen weitermachen. Chris, willst du wirklich Jill retten? Guck mal, mein Bein ist viel schöner. Ja. Vor allem diese scheiß Terrormucke, während das Schiff gerade vollläuft. Hast du gerade Terrormucke? Nein, Jessica! Nein! Das ist nicht schlimm. Seriously? Die Frage ist, ob sie jetzt irgendwann wieder spawnt oder nicht. Testen wir es einfach mal, jetzt, wo wir es schon mal geschafft haben. Das könnte ein einsamer Weg werden. So real survival. Aber Andi hat Angst. Jessica, ah, da ist sie ja schon wieder. Was, Jessica oder die Viecher hier? Das war gerade sehr seltsam. Ist aufgefallen, wo du alleine reingegangen bist, dass keine Gegner im Raum waren? Doch, die sind da langsam reingedroppt gerade. Okay. Hat mich das gewundert gehabt. Okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen kämpfen. Ja, oder du gehst einen anderen Weg lang. Ich glaube, du musst hier nicht kämpfen, weil du hier. Chris, steh mal auf, Mann! Wenn du nachher wieder zurückrennst, geh mal hinter dir lang. Ja, ich muss erstmal ein bisschen hier, ein bisschen die Gegner umlaufen. Ja, aber lass sie nicht spawnen, dann geh einfach da durch die Tür. Oder hier. Ja, mach ich jetzt. Sagte er und ließ sich aufspießen. Kann ich hier durch? Ja. Er ist ja alles offen. Das ist kein Shortcut, also müssen wir hier hoch. Ich glaube, Chris hat nicht mal Verbesserungen. Da sieht man schon, dass er. Man spielt ihn zwar ständig, aber. Es ist im Grunde eine Sidekick-Story. Ja. Protagonist ist halt wirklich Jill und Parker. Die sind halt eben auch über die Hälfte des Spiels, denke ich mal, zu sehen, so ungefähr, ja, ja. Wenn man es zusammenrechnet. Ist auch gut so. Aber ist ganz cool mit den verschiedenen Storylines. Das ist auf jeden Fall so. Man kann Revelation Story viel mehr vorwerfen, langweilig ist sie nicht. Ich wollte bis zum Ende wissen, was los ist. Also ich hab ziemlich mitgefiebert. Warum haben wir kein grünes Kraut? Ist ja auch absichtlich so ausgelegt, so dieses Serienstyle. Ne? Spannend, wegschalten. Spannend, umschalten. Ja, vor allen Dingen von der Länge her ist das meistens so eine Serienfolge, weißt du, ich meine so 20, 25, 30 Minuten. Ja, da merkt man, dass es eigentlich ein Handheld-Spiel war. Wenn man mal so schnell im Bus eine Runde fährt, kann man eine Episode durchspielen. Aber von der Atmo her definitiv besser als manche Multiplattform-Resident Evils. Oh ja. Ich meine, überleg dir, was sie sich für eine spannende Story ausgedacht haben. Allein hierfür. Das schlägt Resi 5 um Längen.
Ja, mit einem Gespräch in Karte. Ja, ich wollte nur gucken, ob es unten durchgeht. Hauptsache er hat Kopfhörer auf, damit er bloß seine Umgebung nicht hört, falls mal Monster auftauchen. Es dreht und dreht und dreht, dreht, dreht. Das Casino. Da kenne ich, Outfits von Chris, der wäre hier erstmal richtig schön gut langgegammelt. Also für Outfits. Oh, fuck. Ich habe das Gefühl, dass es hier oben zu sein wird. Ich würde da nicht hochgehen. Gute Idee. Oh, ja, das ist dezent schlecht. Warte mal ganz kurz. Granate. Ja, ich habe eine Impulsgranate, die würde ich gerne werfen. Oder so, oder so, oder so. Sind das zwei von den Viechern? Ja. Hashtag läuft. Ich musste ja nicht mal legen. Jetzt werden die Gegner recycelt. Erinnert ihr euch noch voll an den coolen Boss? Ja, ihr habt da zwei davon. Viel Spaß damit, Freunde. Genau, mit den Impulsgranaten kannst du nämlich immer einen Median machen. Muss mal ganz kurz hier irgendwie... raus. Geh mal weg! Ich darf den nicht zu lange haben. Hallo, ich würde ganz gerne hier mal raus, danke! Ja, dann raus den mal. Die Energie haben die nicht wieder, Boss. Die sind nur Gegner, aber... Mini, lad voll auf. Ich kann nicht ganz aufladen, wenn er neben mir steht, weißt du? Ja, war aber schon gut. Der andere kriegt ja auch Schaden, wenn er neben steht. Du machst ja nicht nur dem einen Schaden, sondern allen Gegnern, die im Umfeld stehen, dadurch. Sparst du guten Muni. Und ich glaube, Chris, wenn der einmal unten fliegt, da wächst nicht so viel Gras. Oder ja. Auch wenn er nicht im Gym war. Und ich, na, nicht so ganz viel. Ja, die Arme gehen in Ordnung, ist okay. Da habe ich schon Schlimmere gesehen. Ja, in dem Spiel ist ja voll in Ordnung, deswegen. Da haben sie aus Resident 5 ein bisschen gelernt. Really his ass. Sehr schön. Fuck, reload! Mit Chris kannst du dich verballern, da kommt nicht so viel Endboss-Geschisse. Wenn du dadurch die Sections durchkommst, reicht das schon. Ich darf nicht zu lang machen. Sehr gut. Ansonsten fickt der andere mich nämlich. Du hast ihn zu frei geschlagen. Fuck, nachladen, ich muss hier weg! Diese klebrigen Maps, ey. Dreizackschlüssel. Wie man in den Luftpuff, ey. Naja, man muss die Drecksäcke erst wieder mal umlegen. Schade, wir können ja keine Slot Machine spielen. Nein, dafür ist jetzt keine Zeit. Dafür nimmt Chris seinen Job viel zu ernst. Ja. Ich meine, er will Jill retten, die gerade am Absaufen ist. Was er eigentlich nicht weiß. Aber was wir wissen. Oh, hier geht's ja runter. Ich glaube, das ist die Leiter. Die famose Leiter. Whoop. Nein, doch noch nicht. Oh, neuer Gegner. Die kannst du gut nutzen, um andere Gegner mit in die Luft zu jagen. Darfst du nicht selber daneben stehen. Die halten auch nicht so viel aus. Oh, da kann er echt nicht durch. Kann ich gemütlich hier durch die Gappen schießen. Bam, bam, bam. Und tot. Voll der Deckungsshooter. Die blähen sich auch auf, wenn die in gewisser Weise nah an dir dran sind. Ja, du kannst sie auch aufblähen lassen und schnell wegrennen. Da musst du sehr schnell sein, weil die sehr schnell explodieren, wenn die in deiner Nähe sind. Und zack. Kettenexplosion, spart Muni. Ja, okay, sind schon tot. Oh, ich droppe noch mehr Gegner rein. Holy shit. Langsam wird's ungemütlich. Ich glaube, du solltest auch so ein Gefühl von Zeitdruck bekommen gerade.
Das will das Spiel dir suggerieren damit. Von wegen, willst du schnell durch? Moha. Jill wird ertrinken. Zum Werfen sind die auch so für Muni hin. Also ich glaube, das hier ist wirklich eine reine Ballersektion. Du musst hier gar nicht mal taktisch sein. Ja. Durch. Bam, bam, bam. Durch. Und das meinte ich vorhin mit Survival Horror. Könnt ihr euch erstmal verabschieden. Aber finde ich okay, solche Passagen. Ich glaube, das ist die Leiter, die du meinst. Nee, auch noch nicht, oder? Nee, irgendwo war mal eine Arschlange. Und runter geht's. Das müsste zu sein. Nee, ist offen. Krass. Müssen wir nicht mit dem Aufzug fahren? Eigentlich schon. Jo, machen wir das auch mal, würde ich sagen. Aber klingt nach einem guten Plan. Hm? Genau den hier. Muss jetzt im Grunde nur Jill und Parkers Schritte nachfolgen. Ja. Ah, oh, that ass though. Und während die beiden fast am Abnippeln sind, müssen wir erstmal die Tür finden, durch die wir zurück können. Und wir müssen die beiden natürlich irgendwie aus ihrer Zwangslage befreien. Blub, 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 blub. Ich weiß nur, als ich zum ersten Mal gespielt habe, hatte ich so einen Zeitdruck, das irgendwie hinzukriegen, ey. Sagt Mutter, chill, ich komme! Hier durch. So. Nee, du darfst nicht reden. Das ist kein Let's Play. Entschuldigung, du darfst auch nicht reden. Nee, ist echt schlimm. Also die drei reden echt viel in diesem Spiel. Das ist halt dieses Partner-Dingens. Ja. Und weil halt ständig die... Boah. Fuck. Ich glaube, die können ich ziemlich schnell töten, die Viecher, wenn die nah explodieren. Ja, deswegen bleibe ich auch geheilt, falls mal einer um die Ecke kommt und meint mich zu... Wieso fällt der nicht um? Er ist immer, Mann. Junge, 4 Shotgun-Schüsse. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Durch die Episoden-Geschichte hier haben sie halt auch dafür gesorgt, dass in jeder scheiß Episode sich beide Partner ordentlich unterhalten und dadurch... Ja. Komm. Ja, genau. Bam. Warum wieder in die Kamera geflogen ist der Typ. Schön. Gibt ja kaum noch was, der Vogel. Er fährt der Dreckfleck spawnt und er so wegschrumpft dabei. Ja. Hallo. Fuck, das ist schusssicheres Glas. Locken wir ihn mal raus. Shit's gonna go down, boys! Wow, fuck, da komme ich nicht dran vorbei. Ah, ich wusste es. Wupp. Du darfst gerne reden, ich muss mich nur gerade konzentrieren. Oh. Management of the keys. Scheiß auf die Leichen hier, ey, bringt sowieso nichts, sie zu scannen. Jill ist schon längst ersoffen, Mann. Ist so. Nehmen wir rechts oder links lang? Falsche Wahl, glaube ich. Ja, die Tor. Die gleich trotzdem explodieren muss. Yep. Ja. Oh. Nicht, da ich meine eiskalte Granate geworfen habe, ich Fuchs. Ich meine, der Raum hätte besser laufen können, machen wir uns nichts vor, aber. Hi, nö. Oh, fuck, hätte mich noch erwischt, der Wichser. Ist egal, mach weiter. Nobody home. Where'd you go, Jill? Das war, als ich das erste Mal gespielt habe, so ein geiler Moment, bin ich ganz ehrlich. Habe ich richtig hart abgefeiert im Moment.
Ich weiß nicht, wie es damals bei dir gewesen ist. Und mit diesem dicken Cliffhanger lassen wir euch jetzt alleine. Ja. Also für diejenigen, die Kiste ja schon mal gezockt haben, ihr kennt den Moment hier einfach. Ich weiß nicht, ich habe damals so gedacht, so, oh mein Gott, Queen Zenobia, das sieht komplett gleich aus. Da geht keiner davon aus, dass das die Queen Zemaris ist oder wie die Kiste heißt. Also ich fand den Plot-Kram da ziemlich geil und unerwartet, vor allen Dingen für ein Resident-Evil-Spiel mal so einen Plot-Twist rauszuwerfen, weil Plot-Twist selber nie so die Resident-Evil-Kiste waren, bis auf ein oder zwei. Ja, ist halt sehr... Es ist halt, soll halt wie eine Fernsehserie sein und so ist es auch gemacht. Und es ist spannend und cool und beim nächsten Mal wird es wieder cool. Da freue ich mich schon drauf. Ja, denn wir sind am Ende von Part 11 angekommen. Chris, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.